Willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um dir mit mir zusammen meine neue Uhr anzugucken. Ich habe eine neue Uhr, es ist die Stova Pro Diver, habe sie relativ günstig gebraucht gekauft. Die Version mit dem Stahlgehäuse, also noch nicht die moderne mit dem Titangehäuse. Und dieses Video hier ist eine Woche am Arm, so wie ich es immer mache, wenn ich eine neue Uhr habe, mit meinen Eindrücken, kurzen Shots und am Ende ein Fazit. Eine ganz wichtige Sache an dieser Stelle. Jetzt kommen wir zum Sponsor dieses Videos. Nein, ich habe natürlich keinen Sponsor. Der Sponsor bist du, indem du das Video klickst. Gegebenenfalls einen Daumen oben da lässt, einen Kommentar oder falls du es noch nicht getan hast, ein Abo. Das ist alles, was ich annehme, um mir meine Videos sponsoren zu lassen. Aber jetzt geht's los mit Tag 1. Es ist Samstagmorgen, wir haben 7:55 und ich habe eine neue Uhr. Unverhofft kommt oft und dann muss man auch zuschlagen. Ich konnte zu einem ganz guten Kurs eine etwas ältere Stova Pro Diver erwerben. Noch mit dem alten Stahlgehäuse, dadurch etwas schwerer am Arm. Nichtsdestotrotz eine wirklich tolle Uhr. Ich habe ja schon ein detailliertes Video zu der Uhr gemacht, das habe ich euch hier oben verlinkt. Das war aber die Titanversion und die mit den gelben Akzenten. Von den technischen Maßen her bis auf das Gewicht und Material sind sie aber identisch. Insofern beschränke ich mich diese Woche auf das Tragegefühl. Ich habe sie schon eine Nacht am Arm gehabt und ich kann wirklich sagen, super ablesbar und trotz Größe und Gewicht echt angenehm zu tragen. Ich bin gespannt, wie sich die Woche mit dieser Uhr entwickelt, die mir eigentlich im ersten Eindruck sehr groß erschien, aber nach einer Nacht kann ich schon sagen, sie ist wirklich komfortabel und ich bin überrascht, dass mich die Größe nicht so stört. Wir haben Samstagabend, Tag 1 meiner eine Woche am Arm und ich habe die Stova Pro Diver immer noch am Arm. Und ich habe es heute tatsächlich geschafft, am ersten Tag irgendwo richtig anzudotzen. Habe aber noch keine Spur gesehen, habe mich aber tierisch erschreckt. Hat wohl daran gelegen, dass ich absolut müde bin, denn meine Mutter hat heute ihren Geburtstag gefeiert. Das heißt, wir haben also eben etwas über 600 Kilometer auf der Autobahn abgerissen, nur um mit ihr feiern zu können. Das war dann doch ein kleines bisschen viel. Zudem habe ich dann anschließend heute Abend noch ein Video geschnitten zu einer Uhrenmarke, Tension, das ihr vielleicht schon gesehen habt, wenn ihr dieses Wochenvideo hier seht. Fand ich sehr interessant und wollte ich unbedingt zumindest die deutsche Version heute geschnitten haben. Zur Pro Diver selber kann ich sagen, die Uhr hat mich überrascht in einem gewissen Punkt. Ich bin eigentlich nie der Riesenfan von Plongeurzeigern gewesen. Und die hat jetzt hier nicht wirklich einen Plongeurzeiger, aber der Stundenzeiger ist orange und das hat mich unglaublich positiv überrascht, weil das hat mir, nach so wie ich die Zeit ablese, das unglaublich erleichtert, denn die Stunde weiß ich meistens auswendig, die Minute brauche ich aber zur genauen Bestimmung und das hat mich echt begeistert und stimmt mich froh, die Uhr als solche ist ein echtes Schwergewicht, kann ich nach einem Tag sagen. Und ich vermute, ich werde auch das aktuell montierte Isofrane dran lassen, nicht damit rumspielen. Das ist, glaube ich, das Band, was an die Uhr gehört, wenn man nicht unbedingt ein Stahlband dran macht. Wir haben Sonntag, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 7:07 und die Stova Pro Diver ist noch am Arm. Alexander Zverev hat gerade bei Olympia Gold im Tennis geholt. Insofern habe ich eine wirklich gute Laune und die Uhr am Arm ist absolut klasse. Was mich beeindruckt ist die wirklich gute Ablesbarkeit. Ich habe es gestern vergessen zu erwähnen, deswegen blende ich es jetzt ein.
Ich habe gestern auf meinem letzten Gassigang noch eine Aufnahme gemacht, wie gut die Uhr bei Nacht abzulesen ist. Also wirklich beeindruckend. Die Ablesbarkeit ist super. Es ist einfach eine Taucheruhr, da muss man sich nichts vormachen. Sie hat auch eine gewisse Bauhöhe. Man kann das hier, glaube ich, ganz gut sehen. Die ist ganz schön präsent am Arm. Sie ist schwer, es trägt sich aber nicht unangenehm und ich wollte einfach eine etwas größere, massivere Uhr haben, zusätzlich zu meiner U1. Insofern ist das genau die Uhr, die ich haben wollte und bislang ist die Uhr genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Weitere Details werde ich im Laufe der Woche noch erwähnen. Ja, am Sonntagabend, Tag 2 meiner eine Woche am Arm mit der Strober Pro Diver. Die ist noch am Arm und ich kann wirklich nur sagen, dass mich die Uhr an den ersten beiden Tagen wirklich überrascht hat. Ich liebe die Ablesbarkeit, ich liebe den, ja, ich habe es mal für mich selbst definiert als modernisierten Stil der 70er Jahre. Und ich muss sagen, die Uhr ist richtig, richtig groß, hoch und schwer. Aber der Stil ist absolut klasse. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass mich neben der U1 eine ähnlich große und schwere Uhr nochmal so begeistern kann. Und bei der Pro Diver muss ich sogar sagen, die Ablesbarkeit nachts ist besser als bei der U1, weil sie heller ist. Sie leuchtet ähnlich lange, aber heller. Und tagsüber mit dem orangenen Minutenzeiger begeistert mich total. Bin ich wirklich super glücklich mit. Morgen erzähle ich euch ein paar Sachen, die mir am Gehäuse aufgefallen sind. Und ich freue mich wirklich über die Woche und bin sehr, sehr froh, dass ich bei diesem Schnäppchen zugeschlagen habe. Wir haben Montagmorgen, 10 nach 7. Meine Struva Pro Diver ist noch am Arm. Ich habe gestern Abend vergessen, die Uhr aufzuladen. Das mache ich immer, wenn ich ins Bett gehe, kurz mit der Taschenlampe drüber, wenn ich mit dem Hund zurückkomme. Einfach damit die Uhr die ganze Nacht besser ablesbar ist. Gestern habe ich es vergessen und ich kann sagen, die Uhr war bis heute Morgen ablesbar. Überhaupt nicht nötig bei der Uhr. Absolut klasse. Heute über Tag werde ich einige Aufnahmen vom Gehäuse machen und ein paar Gedanken einsprechen, was mir zum Gehäuse einfällt, warum ich das so mag, wo ich Bedenken hatte und warum die Bedenken völlig unbegründet waren. Ja, Montagabend, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Wir haben ungefähr 20 nach 12 und die Stova Pro Diver ist noch am Arm. Ich weiß, ich hatte euch versprochen, euch heute noch zusätzliches Bildmaterial über das Gehäuse zu geben, aber ich habe es heute schlicht und ergreifend nicht geschafft. Ich hatte einen horrormäßigen Tag im Job, musste zusätzlich völlig ungeplant mit meinem Hund zum Tierarzt und habe heute Abend noch zwei Videos geschnitten, die in ganz naher Zukunft kommen über die Firma Temption. Und ich habe den Schnitt ein bisschen aufwendiger gemacht als sonst, habe also fast 4 Stunden Videos geschnitten. Insofern, ich liefere das Bildmaterial, was ich versprochen habe, nach. Was ich aber sagen kann ist, und das hat mich selber echt überrascht, die Stova ist zwar von den reinen Zahlen her 2 mm kleiner als die U1, trägt sich aber vom Gewicht her ähnlich am Arm, also ähnlich präsent, ähnlich schwer, man merkt die Bewegungen. Und die U1, die ich habe, die ist voll tegmentiert, das Stahlband ist voll tegmentiert, die Lünette ist tegmentiert, aber trotzdem hat die Pro Diver das Potenzial, mindestens gleichrangig mit der U1 in die Kaste, in die Riege, in den Topf meiner bevorzugten Toolwatches zu wandern. Also ich glaube, das kann ich jetzt nach den 2 Tagen oder 3 Tagen schon sagen. Eine fantastische Uhr, sehr, sehr toolig, extrem präsent am Arm, aber toll zu tragen und mich wundert das, aber ich freue mich darüber. Wir haben Dienstagmorgen 10:30, Tag 4 meiner eine Woche am Arm. Die Stova Pro Diver ist noch am Arm. Und wie versprochen zeige ich euch jetzt einige Eindrücke zum Gehäuse, die mir aufgefallen sind und die ich wirklich bemerkenswert finde.
Ja, hier könnt ihr zum Beispiel sehen, dass die Lünette zum Glas hin abfällt und nicht wie bei vielen anderen Uhren nach außen hin zum Gehäuse. Und das Glas ist auch ganz leicht gewölbt. Man kann das hier unterhalb meines Stiftes ganz gut sehen, wie wunderschön sich das nach innen wölbt, wodurch die Außensilhouette nahezu rechteckig ist, was der Uhr ein ziemlich massives Auftreten verleiht. Auch gefällt mir sehr gut, wie die Lünette gemacht ist, dass es einen kleinen Spalt unterhalb der Riffelung gibt. Das finde ich optisch wirklich ansprechend und richtig schön gemacht. Mir gefällt das. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, und das finde ich nicht ganz so gut, dass die Dreiecke, die Indizes auf der Lünette alle gleich groß sind. Und ich habe es schon oft gehabt, dass ich die Uhr beim Neuausrichten falsch eingestellt habe, weil ich zum Beispiel das schwarze Dreieck nach oben getan habe oder aber das falsche helle. Ein etwas größeres Hauptdreieck, einen etwas größeren Hauptindex hätte ich hier besser gefunden. Übrigens sind die Hornunterseiten richtig spitz und scharf. Also ihr könnt es sehen, kurz drauf gedrückt und ich habe da eine richtige Delle im Finger. Das ist schon echt beeindruckend. Ich zeige euch das aber auch nochmal mit Papier, denn da ist es noch beeindruckender. Einfach ein Notizzettel, kurz drauf gedrückt und es ist ein Loch im Papier. Also das ist schon echt knackig. Man kann damit sogar das Papier zu einem gewissen Grade schneiden. Auch das zeige ich euch. Das ist schon wirklich etwas, was ich bei keiner anderen Uhr so bisher gesehen habe. Ist aber nicht weiter schlimm, weil genau diese Kante parallel zum Band verläuft. Man kommt da eigentlich nicht dran an die scharfe Kante. Ich habe überhaupt keine Probleme gehabt in der Praxis. Apropos Praxis, die Bandstege sind zweiseitig verschraubt, aber die Schrauben sitzen etwas tiefer im Gehäuse drin, sodass man nicht so leicht abrutscht, also besser als bei anderen Uhren, die ich hatte. Wenn man allerdings abrutscht, dann sieht das aus wie hier. Das ist dann nicht so schön. Ich habe die Uhr gebraucht. Es soll eine Toolwatch sein. Insofern passt das für mich. Aber da muss man natürlich drauf aufpassen und das muss man wissen, wenn man sich eine solche Uhr mit einem solchen Band zulegt. Wir haben Dienstagabend, Tag 4, meiner eine Woche am Arm. Wir haben kurz vor 11 und die Stova Pro Diver ist noch am Arm. Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass ich anfangs der Woche gesagt habe, dass ich wahrscheinlich nicht mit Bändern spielen würde. Ach was, schert mich mein Geschwätz von gestern. Ich habe heute mal ein orangenes Borealis dran gemacht. Bis dahin hatte ich ja ein Isofrane dran. Und ja, wenn wir jetzt entsprechendes Wetter hätten, dann könnte ich sogar fast sagen, dass mit dem orangenen Isofrane die Uhr eine nahezu perfekte Sommeruhr ist. Leider haben wir kein Sommerwetter. Insofern werde ich vielleicht morgen oder übermorgen wieder auf das schwarze Band zurückwechseln, weil ohne Sonne finde ich das dann irgendwie doch stimmiger. Was ich auch machen werde, morgen oder übermorgen, je nachdem, wie es bei mir beruflich reinpasst. Ich habe immer von der U1 gesprochen als andere große Toolwatch. Ich werde einfach mal ein paar Vergleichsaufnahmen machen und sagen, wo ich die Hauptunterschiede, Hauptnachteile sehe zwischen der U1 und der Stova Pro Diver. Das kommt also in den nächsten ein oder zwei Tagen. Insofern könnt ihr euch da schon mal darauf einstellen, dass da noch etwas hoffentlich Interessantes kommt. Eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen. In der letzten Nacht sind meine Frau und ich mal mitten in der Nacht mehr oder weniger zeitgleich gewesen und wach gewesen und hatten ein sehr interessantes Gespräch, weil der Frau meinte, ob ich nicht die, ich zitiere, blöde Uhr ausziehen und weglegen könnte. Das Leuchten würde sie doch massiv stören beim Schlafen. Hurra, das ist mal eine Uhr mit Leuchtmasse. Das hat sie noch zu keiner Uhr gesagt und ich dachte, das könnte euch vielleicht interessieren. Es ist Mittwochmorgen, wir haben ungefähr 10 Minuten nach 9.
Meine Stufa Pro Diver ist noch am Arm, am orangenen Band und sie macht mir richtig Spaß. Ist natürlich sehr schwer, ich merke das, also sie dreht sich schon mal und dann merkt man die Uhr am Arm. Aber bei einer so großen und so schweren Uhr ist das auch überhaupt nicht verwunderlich. Also wie gesagt, für jemand, der eine große und schwere Uhr mag, richtig klasse. Sie wirkt deutlich größer als die 42 mm. Und heute über Tag mache ich euch ein paar Bilder, Vergleich Pro Diver und U1 und werde das dann heute Abend entsprechend kommentieren. Wir haben Mittwochabend 20 nach 6 und meine Stova Pro Diver ist noch am Arm. Ihr könnt hier an dem ganzen Setting, an dem Licht sehen, dass das jetzt etwas aufwendiger gestaltet ist. Ich habe hier meine Scheinwerfer aufgebaut und alles. Das liegt daran, dass ich gerade mehrere Intros zu Videos gesprochen habe, die über die nächsten Wochen kommen. Da habe ich gedacht, ach, ich kann eigentlich direkt auch mein Abendfazit ziehen. Ja, die Stova Pro Diver ist noch am Arm. Ich habe wieder, wie ihr wahrscheinlich sehen konntet, auf das schwarze Isofrane zurückgewechselt, weil ich bei dem echt miesen Wetter, was wir haben, finde, es passt einfach besser. Ich kann nicht mit einer fröhlichen Sommeruhr rumlaufen, wenn kein Sommer ist. Ich hatte euch versprochen, euch noch zu zeigen, wie sich die U1 und die Pro Diver nebeneinander verhalten und das zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir die beiden Uhren, die U1 und die Stova Pro Diver. Das ist jetzt natürlich kein vollständiges Review, es ist ja nur mein One Week on the Wrist Video, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie unglaublich diese beiden Uhren wirken. Wir haben hier die U1 mit einem Durchmesser von 44 mm und hier die Stova Pro Diver mit einem Durchmesser von 42 mm. Wenn ich sie hier so unmittelbar nebeneinander halte, würde ich gefühlt sagen, die Stova Pro Diver ist größer. Auch von der Ansicht her, die U1, das sieht man relativ deutlich, ist höher, aber die Pro Diver wirkt aufgrund der Gehäuseform von der Seite ähnlich massiv. Das ist schon wirklich eine erstaunliche Sache, ja, finde ich wirklich. Auf der Kronenseite, da sieht man natürlich den Unterschied, weil die Pro Diver die Krone dann doch an einer ganz anderen Position hat. Aber das ist absolut die gleiche Liga. Da muss man sich gar nicht vertun. Beide Uhren geben sich überhaupt nicht viel. Und wenn ich sie an den Arm tue, dann zeige ich euch das auch, dass der Unterschied da wirklich vernachlässigenswert ist. Hier haben wir die U1 am Arm. Und die Pro Diver habe ich euch ja nun schon sehr oft gezeigt, aber ich mache das trotzdem nochmal im direkten Vergleich. Das ist wirklich kein Unterschied. Die U1 ist etwas dunkler vom Material her, sie ist aber auch voll tegmentiert. Also ich habe hier die Lünette, das Gehäuse und das Armband tegmentiert, wohingegen die Pro Diver nur in Anführungsstrichen gesandstrahlt ist und dadurch etwas heller wirkt. Auch bei der Lünette kann man sehen, die U1 hat einen ganz leichten Abfall nach außen und ein planes Glas, wodurch sich die Uhr insgesamt ein klein bisschen runder und weicher gestaltet. Die Pro Diver ist absolut gerade und flach mit hochstehenden Kanten, wodurch die Uhr, wie gesagt, insgesamt etwas massiver wirkt. Ablesbar sind beide klasse. Die Pro Diver ist allerdings nachts besser ablesbar, wohingegen die U1 vielleicht am Tag eine größere Klarheit hat. Durch den orangenen Zeiger ist aber die Pro Diver ebenfalls hervorragend am Tage abzulesen. Wir haben Donnerstagmorgen, Tag 6 meiner eine Woche am Arm. Die Stova Pro Diver ist natürlich noch am Arm.
Ich bin nach wie vor wirklich sehr angetan von der Uhr. Sie macht genau das, was ich erwartet habe. Sie ist genau die Uhr, die ich erwartet habe. Heute Abend werde ich es leider nicht schaffen, eine kurze Aufnahme zu machen, aber ich glaube, meine grundsätzliche Meinung ist klar. Morgen gibt es dann ein abschließendes Fazit. Wir haben Freitag, 3:55. Meine Stova ist noch am Arm. Und ich habe leider relativ wenig Zeit, muss also hier die Aufnahme von unterwegs aus machen. Aber ich wollte die Woche unbedingt abschließen. Und aus diesem Grunde gibt es jetzt ein Mobilitätsvideo. Die Kamera ist selbstverständlich fest montiert. Insofern stört sie auch nicht beim Fahren. Ich wollte nur sagen, die Stova ist der Knaller, ich mag sie unglaublich gerne. Mein Video heute kommt deshalb etwas später, weil ich unbedingt mit der Stova noch zum Sport wollte. Ich war 40 Minuten auf dem Crosstepper und die Uhr ist ja nun keine kleine leichte Uhr, sondern schon ein ziemliches Gewicht. Sie hat aber überhaupt nicht gestört beim Sport. 40 Minuten auf dem Crosstepper mit unterschiedlichsten Handhaltungen hat alles super geklappt. Insofern kann ich diese Uhr nur empfehlen und werde sie auch zukünftig häufiger und vor allen Dingen mit viel Vergnügen tragen. Ja, mich würde sehr interessieren, was ihr von der Uhr haltet, ob ihr ähnliche Eindrücke habt, ob euch meine Eindrücke geholfen haben. Und in diesem Sinne, bleibt bitte gesund, freut euch an euren Uhren und vor allen Dingen freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel. Und die Stova Pro Diver, ich der Meinung bin, dass das zu dem... Fuck, ich bin so bescheuert, echt.